anderen YouTube-Video von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade in einem Supermarkt und ich habe gerade so ganz random Lust bekommen, ein Video zu filmen. Und deswegen willkommen zu einem Last School Days Video vor den Sommerferien. Ich wohne ja in NRW und die Sommerferien fangen nach dem Ende dieser Woche an. Also das ist quasi meine letzte Schulwoche. Und das Coole ist, dass wir gerade eine Projektwoche machen, das heißt kein Unterricht. Und ich dachte mir, embarrassing, zeige, was ich so mache. Und yes, das war auf jeden Fall das Intro. Wir sind gerade in einem Bioladen. Mir war langweilig, deswegen bin ich einfach mitgekommen. Ich bin hier mit meiner Mutter und meiner Tante und mit meiner Oma. Ich dachte mir, dass ich euch vielleicht so ein bisschen über die Projektwoche erzähle, weil das eigentlich ganz cool ist. Wir haben eine Plattform und da könnte man sich so drei Kurse aussuchen und einer von diesen drei Kursen wird dann einem zugeteilt. Und das ist von Dienstag bis Donnerstag, also drei Tage. Ja. Merhaba anan. Merhaba. Umbo. Umbo da. Weißmehl, weißt du? Weizen? Danke, so weiß. Weizen, mo. Ja, und Beas, nicht, ja. Und Dinkel. Aber ja, ne. Weißmehl, da. Anane Weißmehl, die wo Weizenmehl. Ja, gerne. Dunkel olmaz. Vollkorn mu istiyorsun? Das ist Vollkornmuş. Ne istiyorsun ki? Böyle güzel bir un arıyor. Güzel un mu? Tamam. Bakalım bir Weizenmehl. Bak bunu alabilirsin. Bu 550 bu iyi. Biz de kullanıyoruz bunu. Hmm. Şunu alsak bir de bu. Anane aynısı bu. Aynısı, elinde aynısı. Hmm. Bak ikisi Vollkorn ve Weizenmehl. Hmm. Ama bunu alabilirsin. Bu beyaz mı? Evet bu beyaz. Hmm. Bunun paketi ne kadar? Bunun paketi 1 euro. Çünkü ben hatalar yapıyorum. Takımda konuşuyorum zaten ama herkes gülüyor çünkü ben hata yapıyorum ya. Naja, back to the topic. Ich habe Handarbeiten zugeteilt bekommen. Da häkelt man einfach und das Coole ist, dass wir ein Projekt mitnehmen dürfen, also etwas, an dem wir gerade häkeln oder anfangen wollen. Und wir können auch Kopfhörer mitnehmen, Musik hören, also es wird so richtig chillig. Was war das denn? Ich meine chillig. Und das ganz, ganz Coole ist, dass ich mit Ella und Melina, also mit meinen zwei Girlies, hier in einem Projekt zugeteilt bin. Das ist sehr cool. Wie du so mit Pink häkelst, ist mit Spaß. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt 15 Uhr irgendwas und es ist 2 Stunden nach Schulschluss ungefähr. Und ich lag gerade in meinem Bett und habe so random Lust bekommen, einfach so ein little Life Reset zu machen, weil ich irgendwie realisiert habe, dass ich die letzten Tage super faul war und auch immer noch sehr faul bin. Aber das ändern wir jetzt hoffentlich. Und ich finde, so der erste Schritt, wenn man so ein bisschen produktiver sein will und ein bisschen ordentlicher sein Leben gestalten möchte, ist das Zimmer aufzuräumen. Und mein Zimmer ist gerade für manche vielleicht komplett ordentlich, aber für mich ist es gerade very chaotic. Hier ist mein Tisch, hier ist mein Regal, hier ist mein Bett und so. Das kriegen wir auf jeden Fall besser hin, Luna. Wie gesagt, gehe ich ja bald in den Urlaub und wenn ich wiederkomme und mein Zimmer so unordentlich ist, dann bin ich noch depressiver. Es ist ja gerade so mitten im Jahr, wir haben gerade den 1. Juli, nein, den 2. Ja, den 2. Juli. Und
vielleicht vergisst man so eigentlich so die Ziele, die man sich am Anfang des Jahres gesetzt hat. So, vielleicht verliert man die komplett aus den Augen. But today we're going to make a mid-year reset und kriegen unser Leben wieder in den Griff. Okay, das war cringe. Viele haben nach meiner Putzroutine gefragt, deswegen welcome to my Putzroutine. Niemand hat dich nach deiner Putzroutine gefragt. Doch, eine Mitschülerin. Ha! Yes. Period! Was, du hast noch nicht mal eine Putzroutine. Natürlich habe ich eine Putzroutine. Was redest du? Digga, du liegst Digga, da so faul in der Bett rum. Ja. Hey, wenigstens kann ich das behaupten. Ja. Du putzt nie. Ich mach's gefühlt jeden Sonntag. Ja. Ich fange immer als erstes mit meinem Bett an. Hier ist eine Hose, hier ist noch eine Hose, hier ist eine Jacke, hier ist ein Gürtel, hier sind so viele Sachen, Oberteil und hier ist eine Socke und das bringe ich jetzt alles zu meinem Kleiderschrank und falte das, weil das ist sauber. Ja, das denke ich, dass es getragen ist, es ist sauber. Das war nur einmal getragen, also es ist noch sauber. Ja, okay, vielleicht zwei oder dreimal getragen. Sagen wir, bringen es einfach hinter uns, okay? Let's go. Let's go. Ich dachte mir, dass ich mir jetzt einen Iced Coffee mache und dann noch diese Gesichtsmaske benutze, die ich beim Aufräumen in meiner Schublade gefunden habe. Das ist das Gute, wenn man aufräumt, weil man findet immer Sachen, die man eigentlich verloren hat, wobei sie eigentlich doch noch im Zimmer waren, sind. Und ja, das ist eine Anti-Age-Maske. Oh nee, das ist eine Augenmaske, das ist auch cool. Was ist das? Hi Vogue and welcome back to another video. It's me, Educulture, and today I'm going to try out
this eye mask with you together. I have my not iced coffee because I forgot to put ice cubes in this. Today was a very rough and exhausting day, so I think I deserved a bit of self-care. A little time. So I have no idea what I'm talking about, but never mind. Kennt ihr diese Pinterest-Bilder, wo so Mädchen so richtig süß aussehen, wenn sie Gesichtsmasken oder so aufhaben? Und ich so, was ist das eigentlich? Okay. Ich werde mir jetzt noch meine Ziele für die zweite Hälfte des Jahres aufschreiben. Ich habe eine Serie angefangen, vor einer Woche gefühlt, und bin jetzt schon bei Staffel 2. Das ist nicht gut, das weiß ich. Deswegen brauche ich jetzt Motivation, weiterzumachen und produktiv zu sein, auch für das zweite Halbjahr. Wir sind wieder zurück. Dieser kleine Afternoon Walk, würde ich mal sagen, hat sehr gut getan. Und ich habe ein bisschen Hunger bekommen, deswegen würde ich sagen, dass ich mir jetzt Bruschetta mache. Okay, das war so eine Aussprache. Bruschetta mache, weil ich bin gerade an dem Italiener vorbeigelaufen und ich habe Lust auf Bruschetta. Deswegen, let's go, I guess. Tschüss.